Im Vorfeld der nächsten Verhandlungsrunde der Regionalkommission Nord über einen Tarifabschluss für die Caritas-Mitarbeiter in Niedersachsen und Bremen am Mittwoch, den 7. Januar in Hannover, haben Caritas-Mitarbeiter aus dem Oldenburger Land vor dem Sitz des Landes-Caritas-Verbands für Oldenburg in Vechta eine 6-stündige Mahnwache gehalten. Mit dieser Aktion wollten die Teilnehmer den Druck auf die Dienstgeberseite erhöhen, damit es in dem Tarifstreit zu einer Einigung kommt oder wenigstens ein Kompromiss erzielt wird. Knackpunkt in der Auseinandersetzung ist eine von der Arbeitgeberseite geforderte Sonderregelung für den unter großem Kostendruck stehenden Bereich der Altenhilfe.